pleite gegangen in Thailand. Was nun? Hallo und willkommen, da ist wieder Mario mit einem neuen Video aus Thailand. Ja, im heutigen Video schauen wir uns mal genau dieses Problem an. Ich hatte heute Morgen einen Anruf von einem Freund, der auch schon sehr lange hier in Thailand lebt, genau wie ich. Bei mir sind es jetzt 7 Jahre mit Unterbruch, da ich mein Geld hauptsächlich im Ausland verdiene. Und mein Freund, der ist hier in Thailand und ist pleite gegangen. Ja, er hat mir heute Morgen seine Story erzählt bzw. gefragt, ob es noch irgendwelche Möglichkeiten gibt. Ich selber finde hier keine Möglichkeit mehr oder habe hier auch keinen guten Ratschlag. Denke aber, dass also mit seinem Einverständnis natürlich werde ich dieses Video hier machen, um auch euch mal aufzuzeigen, was hier geschehen kann oder wo hier so die Probleme liegen. Also fangen wir doch gleich mal von vorne an. Es handelt sich hier um einen Deutschen, der 35 Jahre alt ist und er war mal im Urlaub in Thailand, das liegt schon ein paar Jahre zurück, und hat hier, ja, oder er war sogar mehrmals hier im Urlaub, nicht nur einmal, und hat hier dann eine Thailänderin kennengelernt, ist wirklich eine sehr tolle Frau und hat sie dann auch geheiratet, hat mit ihr dann ein bisschen nördlicher von Bangkok ein Häuschen gebaut, ein kleines Häuschen, so ein Häuschen für, ich glaube, 12.000 oder 13.000 Euro, also relativ günstig, nichts Spezielles, also mehr oder man kann sagen, eigentlich ein Bungalow. Und er musste natürlich immer noch Geld verdienen, arbeiten, und das hat er hauptsächlich in Deutschland gemacht. Also er hat dort gearbeitet, ist dann nach Thailand gekommen, hat immer 3 Monate hier verbracht und musste nachher wieder zurück, um zu arbeiten. Das ging dann auch alles gut. Er konnte immer genügend Geld auf die Seite legen. Er hat im IT-Bereich gearbeitet, ist ja auch nicht so schlecht bezahlt. Und hat dann hier immer eine gute Zeit gehabt, bis er dann vor 6 Jahren, war es glaube ich etwa, fünf Jahren hat er sich entschieden, hier in Thailand zu leben und auch hier in Thailand sein Geld online zu verdienen. Das ging dann alles gut, nur ich habe schon erwähnt, er ist ja mit einer Thai verheiratet, er hatte aber nie das Geld auf der Seite, um eben ein Heiratsvisum zu beantragen, die nötigen 400.000 Baht oder eben die 40.000 monatliches Einkommen. Und das hat er nie hingekriegt. Also er hat schon ein Einkommen, das ist aber ein bisschen weniger als 40.000 Baht pro Monat. Und daher hat er natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, so ein Visum zu beantragen und hat immer hier in Thailand gelebt mit dem Touristenvisum. Ja, und wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr meine Videos schaut, dann geht die Immigration oder das Land allgemein gegen sogenannte Visa Runs oder Border Runs vor. Das heißt, man kann nicht mehr als 2-mal pro Kalenderjahr einen Visa Run machen, was dazu führt, dass man maximum 6 Monate in Thailand bleiben kann. Ja, für viele Europäer ist das natürlich unverständlich. Wie kann ein Mensch, der mit jemandem verheiratet ist, und was, ich habe ja noch was vergessen, er hat auch noch Kinder. Er hat 2 Kinder. Und trotzdem muss er ja eben diesen Betrag nachweisen, und ohne Geld, ohne diesen Betrag nachweisen zu können, obwohl sie Land haben und ein Haus, also kann er nicht hierbleiben. Er braucht das Geld, das der Staat verlangt. Man kann ihn jetzt hier auch nicht in Schutz nehmen. Die Regeln, die bestehen schon seit langem hier in Thailand. Die sind nicht neu. Und jeder, der sich hier niederlassen möchte, der sollte die Regeln eigentlich kennen. Und es ist auch bei ihm der Fall. Also er hat genau gewusst, dass er das Geld nicht hat, um eben dieses Visa zu haben. Von dem her ist er in dieser Hinsicht nicht ganz unschuldig. Auf jeden Fall ist jetzt Fakt oder folgende Situation, dass er nicht mehr als 6 Monate in Thailand leben kann. Er hatte jetzt vor kurzem den letzten Visa Run gemacht. Das heißt, in 1 oder 2 Monaten muss er das Land verlassen und darf bis Ende Jahr nicht mehr einreisen. Und jetzt gibt es natürlich hier, also ich weiß auch von Mails, die ich kriege, dass er nicht der Einzige ist, sondern es gibt viele junge Leute, die dieses Problem haben. Und jetzt gibt es da auch hier 2 verschiedene Varianten. Es gibt die Leute, die haben gar nichts, also die haben kein monatliches Einkommen, nur eben das vielleicht
vom Online-Business, das aber eben weniger als 40.000 Baht ist. Und wenn du in so eine Situation kommst, wie eben genau mein Freund, dann hast du vielleicht noch die Möglichkeit, aber von dem Geld lebt natürlich auch seine Familie. Also dieses Geld muss er der Familie zur Verfügung stellen, was für ihn eigentlich heißt, dass wenn er jetzt Thailand verlassen würde, zum Beispiel ins Nachbarland gehen würde, dann hätte er dort zu wenig Geld, um für sich selber sorgen zu können. Das heißt eigentlich in seinem Fall, dass es nichts anderes gibt, als wieder zurück nach Europa, dort eine Stelle zu suchen, oder sagen wir mal, eine Stelle zu suchen in einem Erstweltland. Singapur wäre zum Beispiel auch möglich, wenn man die Qualifikationen hat, und dann eben halt wieder gut zu verdienen, wenn das möglich ist, um genügend Geld auf die Seite zu legen. Dann gibt es aber auch junge Leute, die aus anderen Gründen in Thailand leben konnten, weil sie vielleicht eine Invalidenrente haben oder sie haben geerbt, also eine gewisse Summe zur Verfügung, um hier zu leben. Oder auch sie haben zu Hause ein Haus oder eine Wohnung, die sie vermieten können in Europa und von den Mieteinnahmen hier in Thailand leben können. Was halt dann auch das Problem ist, sie haben dann halt vielleicht Geld zur Verfügung, um in Thailand leben zu können, günstig leben zu können, jedoch haben sie nicht die nötigen Mittel oder aufgrund des Alters ist es nicht möglich, ein Visum zu bekommen, um eben dauerhaft in Thailand leben zu können. Und bei diesen Leuten ist es dann ein bisschen einfacher, die haben immerhin noch die Möglichkeit, ins Nachbarsland zu reisen oder auch noch ein bisschen weiter. Die Philippinen empfiehlt sich da, und dann dort halt aufzuhalten während ein paar Monaten, um eben wieder die Zeit so ein bisschen in die Länge zu ziehen, dass sie dann nachher wieder nach Thailand einreisen können. Auch hier gilt ja wieder die zweimal Einreise oder die zweimal Touristenvisum pro Kalenderjahr, nicht Einreise. Einreise auf dem Luftweg sind es 6-mal pro Kalenderjahr. Und was will ich eigentlich damit sagen oder mit diesem Video bezwecken? Dieses Video soll dabei helfen, dass, wenn du dich heute entscheidest, wenn du zum Beispiel ein Thailand-Urlauber bist, und ich weiß, es kann relativ schnell gehen, dass du vom Thailand-Virus, wie ich es so gerne nenne, befallen bist und dann vielleicht eben auch Möglichkeiten suchst, um in Thailand zu bleiben. Und ich nenne es hier vielleicht ein bisschen auch den Kollegenschwund oder ja, Freunde von mir, die verlassen eigentlich so fast halbjährlich, also wirklich gute Freunde in meinem Alter, verlassen Thailand, weil sie eben halt keine Möglichkeit mehr haben, hier zu bleiben. Früher war das einfach mit den Visa-Runs. Wenn man ein bisschen Geld hatte, dann konnte man hier in Thailand wirklich sehr, sehr lange bleiben und die sogenannten Visa-Runs machen. Heute ist das nicht mehr so, und daher soll eben das Video dir helfen, vorher genau zu überlegen und dir Gedanken zu machen, wie du in Thailand leben möchtest oder ob es überhaupt für dich möglich ist. Wenn du natürlich auch hierzu Fragen hast, dann schau mal all die anderen Videos von mir an über das Thema Visum, Heiraten in Thailand, Lebenskosten in Thailand und. Also es gibt viel, was man wissen sollte oder wo man sich eben informieren sollte, bevor man nach Thailand auswandert oder eben auch hier für eine gewisse Zeit leben möchte. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass wenn jetzt jemand versucht, hier in Thailand einer Arbeit nachzugehen, um eben vielleicht seine finanziellen Verhältnisse ein bisschen aufzubessern, ohne eine Arbeitsgenehmigung, dann könnte das verheerende Folgen haben. Und das haben viele noch nicht ganz begriffen, nämlich in diesem Beispiel, das ich jetzt erwähnt habe, mit einem Ausländer, der verheiratet ist und Kinder hat. Und wenn diese Person hier illegal arbeitet und er wird von der Einwanderungsbehörde, also von der Immigration, erwischt, dann führt es oft dazu, oder sagen wir mal in den meisten Fällen dazu, dass du ein Bußgeld, also eine Strafe kriegst, was nicht einmal so das Problem ist. Die kann man in der Regel bezahlen und dann ist gut. Aber das Schlimme ist, dass du auf eine Blacklist kommst. Und die Blacklist ist nichts anderes als ein Einreiseverbot,
was bedeuten wird, dass du für vielleicht 3 Jahre, auf jeden Fall sind es in der Regel mehrere Monate oder mehrere Jahre, das Land nicht betreten darfst. Und das wäre natürlich für einen Familienvater, der Familie in Thailand hat, etwas vom Schlimmsten, das geschehen kann. Und somit solltest du wirklich unbedingt vermeiden, in Thailand illegal zu arbeiten. Ich weiß, auch hier ist die Situation nicht ganz klar, was legal ist und was illegal ist. Vor allem bei den Internetnomaden, da ist ja im Moment eine riesige Diskussion, aber das ist dann mal Stoff für ein anderes Video. Weitere Videos findest du hier in den Infokarten auf der Seite zu Themen eben betreffend Visum etc. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal für mehr. Und dann alles Gute, tschüss aus Thailand.